Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht in der EM-Qualifikation kurz vor dem Ziel. Mit einem Sieg in Ingolstadt gegen Norwegen U21-EM-Qualifikation, Deutschland, Norwegen, Freitag ab 20.00 Uhr im Live-Ticker, wäre Deutschland das Ticket für die Endrunde nicht mehr zu nehmen. Dabei kann U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz wieder auf Jonathan Tah von Bayer Leverkusen bauen. Der 22-jährige Verteidiger war zuletzt bei Bundestrainer Joachim Löw und der A-Nationalmannschaft kehrt nun als Kapitän zur U21 zurück und ist heiß auf das Spiel gegen Norwegen. U21 noch sieglos gegen Norwegen, wir haben da noch eine Rechnung offen, sagte Tah. Beim Hinspiel in Drammen verlor die U21 mit 1:3 und kassierte ihre bislang einzige Niederlage. Vor allem Martin Odegaard von Real Madrid, derzeit an Vitesse Arnheim ausgeliehen, bekam die DFB-Auswahl dabei nie in den Griff. Er ist ein Freigeist auf dem Platz, bewegt sich überall. Aber wir haben trotzdem keine Angst vor ihm, sagte Tah. Überhaupt war Norwegen stets ein unangenehmer Gegner. In bislang 3 Aufeinandertreffen konnte die deutsche U21 noch nie gegen die Skandinavier gewinnen, ein Remis, 2 Niederlagen. Kuntz Team in Ingolstadt wird angeführt von Kapitän Tah. Aufstellungen: Deutschland, Nübel, Klostermann, Tah, Baumgartel, Henrichs, M. Eckestein, Meier, Löwen, Neuhaus, Teuchert, Waldschmidt, Norwegen, Rosbach, Mikkelsen, Hange, Olsen, U. Jensen, Risa, Ryerson, Berkey, Riet, Hoff, Torsby, Halland, Odegaard, twitter.com/dfb-junioren/status/1050789440608025804 9m-Quali-Endspiel gegen Irland verhindern war. Den letzten 2 Partien führt die DFB 11 ihre Quali-Gruppe an. 5 Punkte dahinter folgen die Norweger und das U21-Team von Irland, Service U21-EM-Qualifikation, Tabelle Gruppe 5. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die EM 2019 in Italien und San Marino, 16. bis 30. Juni 2019. Die 4 besten Gruppenzweiten spielen im Playoffs 2 weitere Plätze aus. Bei einer Niederlage gegen Norwegen droht Deutschland ein brisantes Endspiel am Dienstag. Dann ist zum Abschluss der Qualifikation Irland in Heidenheim zu Gast. U21-EM-Qualifikation, Deutschland, Irland, da ab 18.15 Uhr im Live-Ticker Anzeige, sichern Sie sich jetzt das neue DFB-Trikot. Hier geht es zum Shop Gutes Omen. In Ingolstadt hatte die U21 schon 2016 durch ein turbulentes 4:3 gegen Russland die EM-Teilnahme perfekt gemacht, ehe 2017 der EM-Triumph in Polen folgte. Die Qualifikationsspiele der U21-Nationalmannschaft im Überblick. Freitag, 12. Oktober, Deutschland, Norwegen ab 20.00 Uhr im Live-Ticker. Dienstag, 16. Oktober, Deutschland, Irland ab 18.15 Uhr im Live-Ticker.